Das Magazin wird Ihnen präsentiert von der Wohnungsgenossenschaft Zittau. Wohnen in unserer Genossenschaft, das sind mehr als 85 Jahre sicheres Wohnen mit Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zum Magazin von Oberlausitz TV. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Diesmal unsere weihnachtliche Ausgabe. Wir sind hier auf dem Zittauer Weihnachtsmarkt, der noch bis zum Sonntag, den 18. Dezember, für Sie geöffnet hat. Neu in diesem Jahr ein Mittelaltermarkt im Rathaus Innenhof. Da haben wir uns schon mal umgeschaut. Das ist ein richtiger Tipp. Und auch der frisch sanierte Rathausplatz präsentiert sich jetzt mit Weihnachtsmarktbuden. Traditionell gibt es wie jedes Jahr den Adventsmarkt an der Johanneskirche. Und wenn ich Schwein habe, kommt jetzt auch noch der Weihnachtsmarkt. Ja, mein lieber Uwe, ich hoffe, du bist schön brav gewesen im letzten Jahr. Ich war wie immer brav. Ja. Sehr spontan ist der Weihnachtsmarkt. Dann stecke ich die Rute wieder ein, mein Lieber. Ja. Warte mal, Uwe, warte, da habe ich ja noch was für dich. Warte. Weil der Uwe so brav gewesen ist, kriegt er noch ein Passbild von mir. Oh, herrlich. Das ist ja ein Traum. Ein Träumele. Ein Träumele in Weiß. Weihnachtsmann, viel Spaß. Viel Spaß. Du lädst ein bis zum Sonntag. Bis zum Sonntag, genau. Alles klar. Gut, was haben wir in dieser Sendung noch für Sie vorbereitet? Wir präsentieren Ihnen die Weihnachts- und Neujahrsansprachen der Oberbürgermeister von Bautzen, Zittau und Löbau. Doch beginnen wollen wir mit einem Bericht zum aktuellen Weihnachtsmärchen des Gerhard Hauptmann Theaters in Zittau. Das legendäre Weihnachtsmärchen im Zittauer Theater will auch 2016 niemand verpassen. Und wie gewohnt in der Adventszeit sind es ganz viele Kinder, welche sich mit besonderen Erwartungen im Saal niederlassen. Dieses Jahr ist es der Drache im Schrank, der die Kleinen in eine spannende Fabelwelt entführt. Was hat sie noch? Smog jetzt, pass doch mal auf. Reich mir das Tragonium. Ja, Meister. Hier. Hopp. Nein. Entschuldigung. Das war der letzte Estragonium. Womit habe ich das nur verdient? Du bist einfach zu nichts zu gebrauchen. Verzeihung, ich mach das wieder gut. Was Erwachsene und Kinder gleichermaßen verzaubert, ist die liebevolle Gestaltung jeder einzelnen Szene. Zur Wirkung beiträgt auch die Musik, welche für dieses Stück komponiert wurde. Aber auch die Geschichte selbst fesselt die Zuschauer. Beschleunigter Herzschlag. Oh, es riecht hier so seltsam. Geschrieben hat sie die Dramaturgin Kerstin Slavik. Prinzessin Sophia darf keine Haustiere halten, wünscht sich eigentlich einen Hund und bekommt von ihrer Oma einen Drachen geschenkt, den sie jetzt natürlich verstecken muss, damit man ihr den nicht wegnimmt. Und der wächst aber wahnsinnig schnell und da kriegt sie immer mehr Probleme, den zu verstecken. Und es gibt noch den bösen Zauberer Laskaris, der den gewittert hat und jetzt hinter ihm her ist. Abenteuer. Raduga, sei brav und versteck dich in der Höhle, ja? Kinder und Erwachsene gelangen mit dem Drachen an viele verschiedene Orte. Erst ins Kinderzimmer der Prinzessin, ein anderes Mal ins gruselige Labor des Zauberers. Die Spannung bleibt über die Pause hinweg erhalten. An diesem dritten Advent wird den Kindern die Ungeduld mit kleinen Weihnachtsüberraschungen versüßt. Jasmin, herzlichen Glückwunsch zum dritten Preis. Ehe die Theaterklingel zum zweiten Teil bittet, werden heute auch die Gewinner des Drachenbauwettbewerbs beglückwünscht. Dieser Mal- und Bastelwettstreit begleitete das Stück seit November und erfreute sich reger Beteiligung. Es ist erstaunlich, mit wie viel Engagement das in seinem Budget stark begrenzte Theater sein Weihnachtsmärchen wieder ermöglicht hat. Ich fand es sehr kurzweilig. Es war lustig, besonders als der Drache noch klein war. Das fand ich witzig, wie der in der Kommode verschwunden ist und da gar nicht wieder rein wollte und immer raus wollte. Und die Farben von dem Drachen. Der hat seinen Namen sehr zurecht gehabt als Regenbogendrache. Weil der Drachen immer größer und bunter wurde. Also unsere Kinder fanden es jetzt, glaube ich, nicht so gruselig, oder? Fandest du es gruselig, Noah? Fandest du es gruselig? So mittel. So mittel, okay. Ich hätte die Oma mitgenommen.
genommen. Also für die Kinder auf jeden Fall lohnenswert, ja. Und die Prinzessin, was sagst du zur Prinzessin? Die hat den Drachen wieder gerettet. Fand wie immer die Musik sehr schön? War ein sehr schönes Märchen. Das würden wir uns auf jeden Fall wieder anschauen. Märchen, die den Glauben an ein gutes Ende stärken, sind wichtig für uns Menschen. Und die Bilder des wunderbar inszenierten Drachen im Schrank werden den Kindern ganz sicher in Erinnerung bleiben. Liebe Zittauerinnen und Zittauer, heute konnte ich gerade auf dem angestammten Platz auf unserem wunderschönen Zittauer Markt den Weihnachtsmarkt eröffnen. Und er füllt den Markt wieder in voller Pracht, in voller Größe. Und es ist inzwischen sogar so weit gekommen, dass wir den Rathausinnenhof, den Rathausplatz, die Fleischbänke und den Johanneskirchvorplatz mitnutzen. Ein wunderbares Zeichen dafür, wie lebenswert und interessant unsere Stadt in ihrer Größe und in ihrer Pracht eigentlich ist. Das haben wir aber nicht nur den fleißigen Helfern und Mitarbeitern der Zittauer Stadtverwaltung zu verdanken, sondern auch vielen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, die ihr Gewerbe hier treiben, die hier Handel treiben, die sich am Leben in der Stadt aktiv beteiligen. Und dafür möchte ich ausdrücklich danken. Es ist sehr wichtig, dass wir alle in unserer Stadt an den Erfolg unserer Stadt glauben, nach außen erzählen, wie schön es hier bei uns ist. Und darüber es schaffen, dass noch mehr Menschen uns besuchen kommen und unsere Stadt lebenswert finden, vielleicht sogar hier arbeiten und wohnen. Das vergangene Jahr hat viele Dinge mit sich gebracht und zum Beispiel der Markt und die Baustelle war für viele ein enormer Aufwand, mitunter Schmerzen, ziemlich viel Stress und Umwege natürlich für alle, die hier in der Innenstadt zu tun hatten. Umso schöner ist es, wenn wir gleich mit einem so schönen Event wie unserem Weihnachtsmarkt die neu eröffneten Flächen nutzen können. Vieles andere ist passiert. Vieles Gute ist passiert, vieles ist auf den Weg gekommen, aber ich glaube, ich sollte nicht so sehr in der Rückschau verfallen, sondern ich möchte noch einmal auch an dieser Stelle den vielen Ehrenamtlern in unserer Stadt danken, die so viele wunderbare Dinge möglich gemacht haben im Sport, in der Kultur, die Feste. Es gibt so viele Dinge, die sich lohnen, in Zittau weiterhin zu betreiben, für die wir alle miteinander einstehen können. Im neuen Jahr haben wir uns sehr viel vorgenommen. Sie wissen, das Thema Tourismus beschäftigt uns alle miteinander und die Stadt wird mit ihrem Umland gemeinsam neue Wege gehen. Neue Wege, die mit Sicherheit dazu führen müssen, und das wissen wir alle, dass unsere Region bekannter wird, dass wir nutzen, was wir haben, dass wir zeigen, was wir können und dass wir Großereignisse, wo Menschen in unsere Region kommen, auch dafür nutzen, dass sie etwas mit nach Hause nehmen, etwas mit in die Welt nehmen und davon erzählen, was es hier alles gibt. Dazu gehört zum Beispiel die große Reformationsausstellung, für die wir die Klosterkirche komplett sanieren, in der die Epitaphien, das sind Bilder, in denen verstorbene Zittauer gedacht wird, deren Adresse bis heute existiert, deren Geschäfte zum Teil noch erkennbar sind, also Bilder, die aus dem Leben unserer Stadt erzählen, die werden dort präsentiert und zwar in einer Veranstaltung, die bundesweit Beachtung finden wird, die vom Bund gefördert wird, für die Ministerpräsident Tillich die Schirmherrschaft übernommen hat und sie eröffnen kommen wird. Das sind Großveranstaltungen, die viel Publikum in unsere Stadt bringen. Der Tourismus ist aber auch ansonsten ein wichtiges Thema. Sie wissen, es gibt große Dinge, wie beispielsweise die OSI-Challenge oder der Zittauer Gebirgslauf, wo unzählige Menschen aus Sportgründen hierher zu uns kommen und auch da wieder kennenlernen, was in unserer Stadt, in unserer Region alles vorhanden ist. Ich freue mich, dass wir zum ersten Mal nach Zittau das sächsische Chortreffen holen konnten, das uns im Mai die Plätze der Stadt mit vielen Chören verschönern wird und die Sie dann hier vor Ort genießen können. Und so gibt es noch viele andere Dinge, die ich heute aufzählen könnte, aber eigentlich ist es eine Neujahrsansprache, eine Weihnachtsansprache und das Wichtigste möchte ich am Schluss sagen, ich wünsche Ihnen eine friedliche, eine wunderbare Advents- und Weihnachtszeit und dann wünsche ich uns allen einen kraftvollen Start ins neue Jahr. Und Sie können sich sicher sein, ich werde Sie wieder ansprechen, weil wir brauchen Sie alle in unserer Stadt. Alle dürfen mitmachen. Dankeschön. Die Wohnungsgenossenschaft Zittau EG bedankt sich bei ihren treuen Mietern, Geschäftspartnern und Mitarbeitern. Wir wünschen besinnliche Stunden und alles Gute im neuen Jahr. Wir sagen Danke für Ihr Vertrauen. Wir wünschen allen Kunden und Geschäftspartnern ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.
Das Hörzentrum Zittau auf der Bahnhofstraße. Die AWO Oberlausitz wünscht Ihnen und Ihren Familien für das Weihnachtsfest Ruhe und Besinnlichkeit und für das neue Jahr alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit sowie Glück und Erfolg. Einer uns wirklich lieb gewordenen Tradition folgend, möchten wir auch dieses Jahr, liebe Zuschauer von Punkt 1 Oberlausitz TV, Ihnen von Herzen eine besinnliche Weihnacht und einen guten Rutsch in das neue Jahr wünschen. Man hört dieser Tage oft die Ankündigung, sich gegenseitig nichts schenken zu wollen. Das finden wir ehrlich gesagt nicht so gut. Wir möchten Sie ermuntern, Ihren Lieben durchaus etwas zu schenken. Es muss ja nicht immer etwas Großes sein, einfach eine Kleinigkeit, eine Aufmerksamkeit, eine Geste an den anderen gedacht zu haben und ihm eine Freude zu machen. Und um hier nicht nur leere Worte zu verlieren, möchten wir gerne mit gutem Beispiel vorangehen. Und dazu würden wir uns sehr freuen, wenn der Ihnen bekannte Moderator Uwe Tschirner zu uns vor die Kamera kommt. Tja, Uwe will nicht, er ist wieder kamerascheu heute. Folgendes ist passiert, wir waren zu Besuch bei einer liebenswerten alten Dame, die uns Einblick in ihr Schatzkästlein der Erinnerungen gegeben hat. Und da sind wir fündig geworden und haben diese kleine Karte gefunden und haben sie gebeten, sie uns zu überlassen, was sie auch gern getan hat. Es handelt sich um eine mit den technischen Möglichkeiten der DDR sehr liebevoll gestattete Visitenkarte von Hans Tschirner, dem Vater von Uwe, der damals als Conferencier tätig war und hier moderne Konferenzen ankündigt. Und das möchten wir gern dem Uwe schenken. Eine kleine Aufmerksamkeit, aber wir denken, eine, die sehr viel Freude bereiten wird, nicht nur jetzt zur Weihnachtszeit, sondern auch in den kommenden Monaten und Jahren. Und wir hoffen sehr, dass Uwe Tschirner beim Betrachten dieser kleinen Karte auch immer wieder an uns denkt. Und auch das ist doch gerade Sinn und Zweck von kleinen Aufmerksamkeiten. Frohe Weihnachten! Danke für die gute Zusammenarbeit. Fröhliche Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr wünschen Ihnen die Immobilienmakler der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Antje Diesner und Steffen Beer. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Wohnbau- und Wärmeversorgung Großschönau. Wenn Sie in diesen Tagen das Deutsche Damast- und Frottiermuseum in Großschönau besuchen, führt Sie eine Treppe zu einer wahren Schatzkammer. Ein begehbarer Tresor mit einer Auswahl aus über 600 handgewebten Damasten aus 4 Jahrhunderten, die sich im Besitz des Museums befinden. Und das, was Sie hier sehen, hätten Sie einst niemals sehen dürfen. Denn die Großschönauer hüteten die Stoffe auf ihren Webstühlen wie ihren Augapfel. Alles war streng geheim. Zu einzigartig war die Vollkommenheit der hiesigen Damaste. Wir präsentieren Großschönauer Schätze, sprich Damast, die hier vor Ort gefertigt worden sind, von den ganz alten Stücken, also aus den Anfängen des der Damastweberei, also ab 1666 bis, sagen wir mal so, ja, bis weit ins 19. Jahrhundert hinein. Manche wurden sogar erst Ende des 20. Jahrhunderts gefertigt. Und das sind wahre Schätze, die eigentlich nur auf Tafeln begüteter Leute gewesen sind. Eine festliche Tafel steht dann auch im Zentrum der neuen Ausstellung. Das Geschirr stammt aus Meißen und wurde im 18. Jahrhundert gefertigt. Aber noch wertvoller sind das Tischtuch und die Servietten. Kaiser, Könige und Fürsten tafelten im Dekor aus Großschönau. Ein wahres Luxusgut.
Luxusgut ist es auf alle Fälle gewesen, weil die Herstellung dieser Bildgewebe dermaßen aufwendig war, dass es sich wirklich nur sehr Begüterte leisten konnten. Also wir kennen zum Beispiel für einen großen Tafeldamast konnte es durchaus von der Bestellung bis zur Auslieferung im Extremfalle 2 Jahre dauern und da hat täglich mindestens einer oder mehrere Leute dran gearbeitet. Und daher auch solche wahnsinnigen Kosten für solche Stücken. Die Schatzkammer der Damaste wird von einer computergesteuerten Lichtinstallation, die eigens für das Groschönauer Museum entwickelt wurde, gesteuert. In großen Schauvitrinen werden die Glanzstücke präsentiert. Groschönau webt Geschichte. Das selbsternannte Textildorf feierte in diesem Jahr gleich 2 Jubiläen. 350 Jahre Damastweberei und 160 Jahre Frottierweberei. In der neu eröffneten Schatzkammer kann man die Tradition des Ortes im wahrsten Sinne des Wortes mit Händen greifen. Ja, da steht ja eine Konzeption dahinter. Also wir sind ja sozusagen auf dem Weg vom Damast- und Heimatmuseum, 1996 dann die Umbenennung in Deutsches Damast- und Frottiermuseum mit der Erweiterung Schauwerkstatt, mit der Exposition und haben aber vor Jahren auch gesagt, also wir wollen unsere Dauerausstellung weiterentwickeln, ja, weil die Betrachtungen sind natürlich auch mal verändert und man schaut auch heute sich Museen ganz anders an. Und da gibt es eine Museumskonzeption, die vom Gemeinderat auch einstimmig beschlossen worden ist, 2013 bereits. Und die setzen wir Step by Step um und die neue Damastschatzkammer ist Bestandteil dieser Konzeption, also dieser neuen Dauerausstellung. Wenn Sie demnächst die Schatzkammer der Damaste besuchen, werden Sie uns recht geben. Besser hätte man ein Jubiläumsjahr nicht krönen können. Liebe Bautznerinnen und Bautzner, liebe Menschen in der Region, ich schicke Ihnen herzliche Weihnachtsgrüße aus Bautzen. Ich wünsche Ihnen eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit und natürlich Gesundheit. Das ist das Wichtigste, um den Rest kann man sich immer selber kümmern. Wir gucken auf ein sehr turbulentes Jahr zurück hier in Bautzen. Ich hätte mir die vielen Medienauftritte gerne erspart, wenn wir dafür mehr Ruhe in der Stadt gehabt hätten. Andererseits, nachdem die Vorfälle passiert sind, haben wir uns schnell entschlossen, da auch offensiv damit umzugehen. Mir ist es wichtig gewesen im vergangenen Jahr oder jetzt im abgelaufenen Jahr, sich auch schützend vor die Stadt und die Region zu stellen. Es geht nicht darum, irgendwas unter den Teppich zu kehren. Wir sprechen die Probleme auch offen an. Aber dieses mit Schmutz schmeißen in Richtung der Menschen hier in der Region,
Das ist was, was ich mir nicht einfach tatenlos ansehen kann. Das würde ich auch in Zukunft so halten, wobei ich mir, wie gesagt, wirklich wünsche, dass wir aus den Medien endlich mal rauskommen. Bautzen ist eine wunderschöne Stadt. Wir haben eine tolle Region hier. Wir haben ein Riesenpotenzial und wir können viel draus machen. Und insofern freue ich mich auf das kommende Jahr zunächst mal. Hoffe, dass es, wie gesagt, etwas ruhiger geht und wir uns ein bisschen stärker auf die positiven Seiten der Stadt und der Region konzentrieren können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Jahr 2017. Machen Sie es gut. Danke. Alle Jahre wieder da im Landkreis Bautzen. Sie kennen jemanden, der in die Oberlausitz zurück möchte? Dann sind Sie am Dienstag, den 27. Dezember im Landratsamt Bautzen genau richtig. Die Initiative von Landkreis, IHK Bautzen und Handwerkskammer Dresden bringt Arbeitnehmer aus den alten Bundesländern, Studenten und Berufspendler mit Unternehmen zusammen. Ein erster Schritt zurück in den Landkreis Bautzen. Omnibus-Unternehmen Poldrag, seit über 50 Jahren für Sie unterwegs. Wir garantieren Sicherheit, Komfort und Service. Und wenn Sie dem Alltag entfliehen wollen, im Reisebüro Lausitz-Tour finden Sie bestimmt das Ziel Ihrer Träume. Wo bekommen Sie Ihren Festtagskarpfen? Natürlich bei der Gräber Fisch GmbH. Wir wünschen guten Appetit. Seit mehr als 15 Jahren Ihr PC-Spezialist in Bautzen. Wir helfen zum Festpreis, bis es funktioniert. Mit eigener Werkstatt, alle Marken, egal wo gekauft. Einfach schön, wenn's schön einfach ist. PC-Spezialist. Wir machen das. Das Geschenk für jeden Fan. Die Akte Dynamo Dresden, Aufstieg 2016, am 20. Januar 2017 im Messepark Löbau. Spannende Insider-Informationen rund um den Kultclub, vorgestellt von Gerd Zimmermann und Uwe Karte. Jetzt Tickets sichern, Touristinfo Löbau, CD-Studio Zittau und beim Wochenkurier. Hermes, Lotto, Postmodern. Nur drei Gründe für Ihren Einkauf in Kerstins Blumen- und Geschenkestübel in Oberkuhnewalde. Hier finden Sie das perfekte Präsent. Neben Blumen, Gestecken, Wein und Keramik kümmern wir uns um Hochzeits- und Trauerfloristik, Schuh- und Wäscheservice. Der Suzuki SX4 S-Cross. Ab sofort als Sondermodell SX4 S-Cross Limited. Jetzt Probefahren. Suzuki. Way of Life.
Zuerst erschuf Gott auf den Urwassern stehend Himmel und Erde. Die Erde zeigt sich als graue Scheibe. Die rote Umhüllung, in der 9 Engel eingeschlossen sind, stellt den Himmel dar. Danach hat er die 4 Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer gemacht. Mitten in der Oberlausitz bietet die Körse-Therme in Kirschau ein einzigartiges Wohlfühlprogramm für alle, die ihrem Körper für einige Stunden einen kleinen Kururlaub schenken wollen. Unsere Besucher erwartet eine vielfältige Wasserlandschaft mit dem einzigen Sohlebecken und Gradierwerk in Ostsachsen. Tauchen Sie ein in eine themenreiche Wasserwelt für Badespaß für alle Altersgruppen. Ziehen Sie entspannt Ihre Bahnen im großen Mehrzweckbecken. Lassen Sie sich einfach von Strömungen treiben oder von tausenden Luftblasen samt massieren. Seien Sie mit dabei, wenn unser Fachpersonal zu den beliebten Extraprogrammen rund um die gesunde Bewegung im Wasser einlädt. Eine außergewöhnliche Wohlfühlzeit für Körper und Seele ermöglicht unsere Sohle-Landschaft. Im 34 Grad warmen Sohlebecken erleben Sie die Wirkung dieses natürlichen Heilmittels hautnah, entweder zur Unterstützung der Heilung oder zur puren Entspannung. Setzen Sie Ihren kleinen Sohleurlaub im orientalischen Brechelbad direkt am Sohlebecken oder im angeschlossenen Gradierwerk fort. Nehmen Sie bei 35 Grad Lufttemperatur in Schaukelsitzen, auf Ruheliegen oder in einer Sitzgrotte Platz, um die salzhaltige Luft des Gradierwerkes intensiv zu inhalieren. Staunen Sie über die kunstvollen Gebilde, die durch das Abtropfen der Sohle an den Weißdornästen entstehen. Genießen Sie die heilende Kraft der Sohle bei jedem Atemzug und die beruhigende Atmosphäre in der Bernsteingrotte oder in der Salzkristallgrotte. Ein weiterer Besuchermagnet unserer Körse-Therme in Kirschau ist die themen- und angebotsreiche Saunalandschaft. Im Innenbereich sorgen glühende Steine im Steinbad für ungewöhnlich gesunde mineralische Dämpfe. Und zahlreiche Tauchbecken und Whirlpools für die notwendige Abkühlung und Erfrischung. Eine besonders kalte Überraschung können Sie in unserem Schneeparadies erleben. Nur wenige Schritte davon entfernt entführt sie unsere Sand- und Lichttherapie in die Welt des wechselnden Tageslichts und damit in eine Oase mit exotischem Flair. Mit Biosauna, Softsauna und Sanarium sowie einem Warmbecken erhalten alle Saunabesucher weitere Möglichkeiten für das gesunde Schwitzen und das Wandeln zwischen den Temperaturen. In unserem Außenbereich laden eine Bauernsauna und eine klassische finnische Sauna sowie das rustikale Ruhehaus
zum abwechslungsreichen Saunabesuch ein. Das gastronomische Verwöhnprogramm unserer Körsetherme zeichnet sich durch frisch zubereitete Salate und hausgemachte Gerichte der regionalen und weltweiten Küche aus. Und das zu angenehmen Preisen. So wird der Besuch auch zum kulinarischen Erlebnis. Im Außengelände haben wir für Tagesgäste ohne Badbesuch einen gemütlichen Biergarten. Ebenso im Angebot die Caravan-Stellplätze für Urlaubsgäste, die mit Wohnmobil anreisen möchten. Genießen Sie Ihren kleinen Kururlaub in unserem Freizeit- und Gesundheitsbad mit allen Sinnen und finden Sie dabei Ihr persönliches Lieblingsplätzchen. Schenken Sie Ihrem Körper für einige Stunden eine gesunde Wohlfühlzeit. Herzlich willkommen in der Körsetherme in Kirschau. Schmetterlingshaus Jonsdorf, den Tropen ganz nah. Lassen Sie sich entführen in die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt ferner Länder. Das Schmetterlingshaus in Jonsdorf lädt zum Staunen und Entdecken ein. Eingebettet in die reizvolle Landschaft des Zittauer Gebirges, etwa 15 Fahrminuten von Zittau entfernt, befindet sich eines der schönsten Ausflugsziele Sachsens. 2004 wurde das Schmetterlingshaus eröffnet. Die große Flughalle ist inzwischen zum Markenzeichen für die einzigartige tropische Erlebniswelt geworden. Mehr als 200 Schmetterlinge in 35 Arten sind hier zu Hause. Aber auch Reptilien, Schlangen und Insekten fühlen sich hier wohl. Das 3 Meter lange Seewasser-Aquarium ist ein Hingucker für Groß und Klein. Die unterschiedlichsten Fischarten tummeln sich in dem Gewässer. Beenden Sie Ihre Entdeckungsreise mit einem Besuch unserer hauseigenen Cafeteria. Wir bieten Ihnen Kaffeespezialitäten, verschiedene Eissorten und eine Auswahl an frischen Kuchen sowie einen stärkenden Imbiss. Genießen Sie dabei den tollen Ausblick auf den Garten des Schmetterlingshauses. Auch Kindergeburtstage richten wir für Sie aus. Wie wäre es mit einem Smarty-Kuchen oder mit unserem Eiszwerg Anton? Dazu gibt es eine ganz private Führung durch die Schmetterlingshalle mit einem Besuch in der Puppenstube der Schmetterlinge. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern können die Tiere auch mal angefasst und gefüttert werden. Und wenn Sie nach Hause fahren, können Sie nicht nur ein unvergessliches Erlebnis, sondern auch ein Stück Schmetterlingshaus zum Anfassen mitnehmen. In unserem Souvenirshop finden Sie T-Shirts mit Tiermotiven, Schmetterlingstassen und einiges mehr. Und wer einmal da war, der kommt gern wieder. Besuchen Sie uns im Schmetterlingshaus in Jonsdorf, den Tropen ganz nah. Siege am Stück zuletzt für die Lausitzer Füchse, 1834 Zuschauer, trotzdem nur im Fuchsbau. Schade ein bisschen, die letzten Erfolge hätten ein bisschen mehr Kulisse verdient, aber vielleicht nicht so lukrativ wie zuletzt die Gegner, die Tower Stars aus Ravensburg, auch wenn es ein Topspiel war, Vierter gegen Fünfter, aber schlechter Auftakt für die Füchse. Karl Schola trifft in Überzahl,
Das Ganze nach 3 Minuten und in der 9. Minute dann Brandlgar mit dem 0:2. Gott sei Dank fingen sich die Füchse dann schnell in der 10. Minute. Jeff Hayes mit dem 1:2. Weißwasser wieder in der Spur mit Druck und im zweiten Drittel die bessere Mannschaft. Aber es gab auch noch eine sehr, sehr schmerzvolle Szene auf dem Eis in der 24. Minute. Eine Verletzung bei Daniel Pfaffengut, der blieb auf dem Eis liegen. Der Oberschwabe hat sich da wahrscheinlich am Knie verletzt, muss ins Krankenhaus von Weißwasser gebracht werden. Er also nicht mehr von der Partie und hoffentlich nicht zu lange am Ausfallen. Weißwasser dann aber in der 32. Minute in Überzahl durch Svoboda. Das 2:2, der war völlig frei, der Tscheche. Und konnte dann also hier in dieser guten Phase der Füchse abschließen und dann Riesenpech. Schauen Sie es an, hier 38. Minute. Tusino fällt, der Puck springt einem Fuchs noch an den Körper und von dort geht es über die Linie ins Tor. Auch Konstantin Kessler überrascht in dieser Szene, hat er nicht mitgerechnet, dass der Puck so angeflogen kommt. Ravensburg in Führung, höchst glücklich und die baute man wenig später aus. Beim 2:4 wäre vielleicht schon früher möglich gewesen, die Szene irgendwie zu lösen. Aber Meier dann mit dem 4. Tor für die Gäste. Höchst unglücklich dieser Zwischenstand von 2:4 aus Sicht der Lausitzer Füchse. In der 49. Minute dann aber der Anschlusstreffer durch Jeff Hayes. Eine ganz, ganz tolle Einzelaktion für den Mann mit der 72. Wieder die Goldreihe, die an diesem Freitag an allen 3 Toren beteiligt war. 2 von ihm, 1 von Svoboda. Unnachahmlich, was er da auf dem Eis treibt. Und danach Überzahl, ein bisschen für die Gäste, aber meistens für die Lausitzer Füchse. Es gab viel Druck auf das Tor des ehemaligen, sagen wir mal Kurzzeit, Weißwasseraners Jimmy Hertel, der entweder sah, dass der Puck am Tor vorbeiflog oder dann zur Stelle war. Weißwasser riskierte also alles. Eine Auszeit gab es dann noch durch Toni Krinner. Danach Weißwasser weiter in Überzahl. Und in den Schlusssekunden sogar mit einem 6. Feldspieler und ohne Torwart. Genutzt hatte es aber leider nicht. Nach 3 Siegen am Stück gibt es eine Niederlage gegen Ravensburg. Zu Hause also ein 3:4. Weil wir stark sind, oh, weil wir heiß sind, oh, ein Schuss, ein Tor, Dynamo, das sind wir. Ja, das war schon ein kurioses Eishockeyspiel, wobei eigentlich das Kuriose stattfand, als gar nicht gespielt wurde oder es konnte nicht gespielt werden. Die Heimpartie gegen Bayreuth. Nach 2,5 Minuten stellte man nämlich ein Loch in der Eisfläche fest, ungefähr Handteller groß und 3 bis 4 Zentimeter tief. Und dann mühten sich alle eine Stunde lang, eine geschlagene Stunde, um irgendwie da wieder Wasser reinzukriegen, was auch noch anfriert. Und nachdem ganz viele Menschen drauf geguckt hatten, natürlich die Schiedsrichterin, die an diesem Abend die Begegnung leitete, Nicole Hettrich, ihre Assistenten, der Gästetrainer Sergej Wassmüller, der Co-Trainer der Füchse Robert Hoffmann und auch noch Hanno Jervenpää und zu guter Letzt natürlich auch noch der Eismeister. Erst als die alle nach einer Stunde ihr Go gaben, konnte die Partie dann also festgesetzt werden. Zur großen Freude natürlich der Stadion-Caterer. Eine zusätzliche Drittelpause brachte natürlich auch ein bisschen Getränkeumsatz rein in die Eishalle. So, es konnte dann also gespielt werden und die Füchse am Anfang in der 6. Minute Überzahl ein bisschen mit Pech. Ein Pfostenschuss von Patrick Parkonen, der also fast das 1:0 erzielt hätte. Das machte dann Jeff Hayes in der 13. Minute. Ein Traumpass von Svoboda, Hayes völlig frei. Und dann keine Chance für Johannes Wiedemann, den ehemaligen Weißwasseraner im Trikot nun von Bayreuth. Felix Linden, ja der Zweite, der in der letzten Saison fest bei den Füchsen noch unter Vertrag war. Und wenn man so will, Friedrich Hartung, der zweite Torwart von den Gästen aus Bayreuth, war ja letzte Saison auch ab und zu mal zweiter Torwart bei den Füchsen aufgrund der Kooperationsregelung. Inzwischen Bayreuth aufgestiegene Kooperation zwischen 2 DL-Teams. Ist nicht möglich. Und deshalb ging es auch wenig freundschaftlich auf dem Eis zur Sache. Nach dem Tor von Hayes gab es einen bösen, bösen Check von Sergej Stas gegen André Mücke. Der knallt mit dem Kopf da in die Bande. Dafür gab es 5+ Spieldauer und Dominik Bohatsch war richtig sauer und vermöbelte den Stas erstmal. Auch dafür gab es 5+ Spieldauer. Wenn man aber bedenkt,
Wie die Situation entstanden ist, ist die Entscheidung von Schiedsrichterin Nicole Hertig dann nicht ganz von Fingerspitzengefühl geprägt, weil mindestens ein bisschen mehr Strafe fürs Das hätte dann am Ende sein müssen. Das war es dann aber auch, der Aufreger in dieser Partie. Beide Mannschaften rissen sich dann ein bisschen am Riemen. Es blieb zwar kernig, aber insgesamt fair auf dem Eis. Im zweiten Drittel Weißwasser, ja, mit Gelegenheiten, unter anderem durch Patrick Parkkonen in der 27. Minute, der da in sehr artistischer Manier noch versucht, irgendwie den Puck über die Linie zu bringen, verletzt sich dabei etwas, zerrt sich, musste runter, kam später aber wieder. Die Füchse dann auch noch mit Überzahlspiel, zweimal am Stück, 5 gegen 4, Powerplay lief nicht so richtig. Und dann gab es auch einen Lattentreffer von Swoboda kurz vor der Pause, also da war alles dabei. In diesem Spiel nur kaum Tore. 1:0 nach 40 Minuten. Gott sei Dank wurde es dann besser im letzten Abschnitt. 43. Minute. Da hatte Palka erst die Scheibe abgefangen, sie dann nochmal zurückgekriegt. Stand da völlig allein vor Johannes Wiedemann und bedankt sich dafür. Da war die Bayreuther Hintermannschaft aber im kollektiven Tiefschlaf unterwegs. Und dann hatten die Füchse 5 Minuten später sogar noch ein bisschen Glück, als Jeff Hayes noch an den Puck kommt und der an den Innenpfosten geht und von dort über die Linie. Auch da konnte Wiedemann nichts machen. 3:0. Das war dann auch die Entscheidung in dieser Partie. Auch wenn die Bayreuther in der 53. Minute durch Haider dann noch das 3:1 erzielt. Eine Minute später ein Abstauber. Erster Schuss von Parkkonen und dann staubt Zwinnen ab, der zuletzt zwar mit dem Goldhelm unterwegs war, aber ein bisschen Scheibenpech hatte. Aber diesmal steht er richtig und macht alles richtig. Und das 4:1 zugleich sein 17. Saisontreffer. Was für eine Bilanz. Tja, und damit war die Partie gelaufen. Bayreuth in der Schlussphase noch mit Überzahl. Aber wirklich viel passierte vor 2050 Zuschauern dann nicht mehr. Nach der Partie gab es noch die Auszeichnung zum besten Spieler. Völlig zu Recht bei den Gästen Johannes Wiedemann, der Torwart mit der Trophäe. Ja, bester Tiger, wenn man so will, und bester Fuchs an diesem Abend. Elia Ostwald geworden. Auch dafür gab es ein kleines Präsent von der Bürgermeisterin aus der Weißwasseraner Partnergemeinde aus Jari, die an diesem Abend zusammen mit Thorsten Pötsch, dem OB von Weißwasser, dieses durchaus unterhaltsame, wenn auch zwischendurch etwas von Leerlauf geprägte Eishockey-Match verfolgte. Weil wir stark sind, oh, weil wir heiß sind, oh, ein Schuss, ein Tor, Dynamo, das sind wir. Frohe Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr. Die Kreissparkasse Bautzen dankt allen Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen im Jahr 2016. Wir sagen Danke für Ihr Vertrauen, wünschen allen Kunden und Geschäftspartnern ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das Team der Firma Raumgestaltung A. Jähne und Sohn in Löbau. Wir wünschen unseren Kunden, Geschäftspartnern und Angestellten mit ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit, angenehme Stunden in fröhlicher Runde, aber auch Ruhe und Zeit zum Entspannen. Ihre Malerfachhandel GmbH Neugersdorf. Firma Elger und Meissner Dienstleistung und Logistik wünscht allen Kunden und Geschäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Ein friedliches Weihnachtsfest, entspannte Stunden mit der Familie sowie ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr wünscht Ihnen die Wohnbaugesellschaft Zittau, weil Wohnen Vertrauenssache ist. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch in diesem Jahr ist es
mit Unterstützung unseres Regionalfernsehens Punkt 1 Oberlausitz TV wieder möglich, dass ich bei Ihnen zu Hause vorbeischauen kann. Am Kalender sind nur noch wenige Blätter vorhanden und das Ende des Jahres 2016 kündigt sich an. Jedes Jahr stellen wir uns die Frage, wo denn die Zeit geblieben ist. Termine begleiten uns durch das ganze Jahr, Termine, auf die wir uns lange freuen, Termine, die uns unangenehm sind, Termine, die uns völlig überraschen. Zu den schönsten Ereignissen des Jahres zählt sicherlich das Weihnachtsfest mit seiner ruhigen und besinnlichen Zeit. Die Vorweihnachtszeit befindet sich meistens noch im Zeichen von Betriebsamkeit und der Handel hat Hochkonjunktur. Zum Weihnachtsfest nehmen wir uns dann Zeit, um zur Besinnung zu kommen und Rückschau zu halten. Wir freuen uns auf die Zeit mit unserer Familie und mit Freunden. Oftmals quält uns aber auch das schlechte Gewissen, weil wir über das Jahr unsere Lieben manchmal vernachlässigt haben. Lassen Sie uns deshalb die Hektik der vergangenen Wochen und Monate vergessen und wenden Sie sich denen zu, die Ihnen besonders wichtig sind. Nichts ist wichtiger und wertvoller als Familie, Partnerschaft, Freundschaften und Beziehungen im Leben, die verlässlich und stabil sind. Die Feiertage und die Zeit zwischen den Jahren bringen etwas Ruhe und Entspannung in diese unruhige Welt und bei den meisten von uns auch in das persönliche Leben. Wir haben etwas Zeit, um über das Erreichte im letzten Jahr und unsere Zukunft nachzudenken. Ich möchte den Jahresausklang dazu nutzen, um allen zu danken, die an ihren Platz und nach ihren Möglichkeiten Verantwortung für das Gedeihen unserer Stadt übernommen haben. Es sind die vielen unterschiedlichen Initiativen unserer Bürgerinnen und Bürger, die unsere Stadt prägen. Zu ihnen gehören die freiwillig und ehrenamtlich Tätigen. Zu ihnen gehören Firmen, Unternehmen und ihre Führungskräfte, denen die Stadt Löber viel bedeutet. Zu ihnen gehören die Mitglieder von Vereinen, Organisationen und auch Parteien. Sie alle zeigen Einsatz für Löber und tun das, was ihnen möglich ist, um die Stadt weiterzubringen. Jüngst wurde in einem Spiegel-TV-Beitrag von RTL ein düsteres Bild von Löber aufgezeigt und ein halbstündiges Interview mit mir wurde auf wenige Sätze zusammengeschnitten und damit verfälscht. Eine solche Darstellung in den Medien tut weh und spiegelt das eigentliche Leben und die Entwicklung in unserer Stadt und in unserer Region nicht wider und beleidigt all jene, die sich kreativ und aktiv am Werden und Wachsen von Löbau mit seinen Stadtteilen beteiligen. Natürlich gibt es Probleme, aber wir haben vor allem auch viel erreicht in den vergangenen Jahren. Löbau hat sich positiv entwickelt. Wir haben unsere Schulen und Kindertagesstätten umfassend saniert. Wir haben Hochwasserschäden beseitigt, eine moderne Infrastruktur geschaffen, Ortschaftszentren gebaut und die Feuerwehren grundlegend modernisiert. Nach der Landesgartenschau haben wir einen Messe- und Veranstaltungspark etabliert, der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist und ein umfangreiches Angebot an Veranstaltungen anbietet. Auch im kommenden Jahr stehen weitere Projekte auf dem Plan. Über das Programm Brücken in die Zukunft werden wir den fünften und damit letzten Bauabschnitt im Kinderhaus am Löbauer Berg realisieren. Dann ist nicht nur das Haus komplett saniert, sondern es erstrahlen auch die Außenanlagen in neuen Glanz. Der Kreisverkehrbau wird zügig und planmäßig fortgesetzt. Die Stadtmauer am Brückenring wird instand gesetzt und die Brunnenanlage am Wettiner Platz wird erneuert, um nur einige Beispiele zu nennen. Natürlich können wir nicht alle Wünsche immer 100% erfüllen. Aber wir haben für unsere Stadt auch im Jahr 2016 wieder eine Menge erreicht oder für Künftiges den Weg geebnet. Es wird nicht alles auf einmal, aber es ist deutlich sichtbar, dass wir in die Zukunft investieren, indem wir unsere Schulen, Kindereinrichtungen, Sicherheit und Infrastruktur investieren. Auch in den kommenden Jahren wird es wichtig sein, dass wir gemeinsam mit vielen Partnern in der Stadt an der Umsetzung unserer Visionen arbeiten und mit viel Kraft, Elan und vor allem auch Freude an die Bewältigung und der Zielstellung gehen. Eine große Herausforderung wird im kommenden Jahr die Gestaltung des 26. Tages der Sachsen in Löber sein. Unsere Stadt ist gern Gastgeber und hat dies schon oft bewiesen. Wir sind bereit, voller Tatendrang und mit vielen guten Ideen. Lassen Sie uns gemeinsam ein Feuer der Begeisterung entfachen und mit Volldampf an die Vorbereitungen gehen. Wir laden Sie ein als Gast, aber auch als Helfer oder Akteur des Tages der Sachsen.
Wir wollen gemeinsam unser liebliches Städtchen zum Strahlen bringen. Unter dem Motto, mit Volldampf nach Löbau soll Löbau wieder das Zentrum der Oberlausitz sein. Dazu möchte ich Sie herzlich einladen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, nun möchte ich mit Ihnen jedoch erst einmal der wohl schönsten Zeit des Jahres entgegengehen, der Weihnachtszeit. Freuen wir uns auf eine Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit. Zeit für die Familie, für den Besuch bei Freunden und darauf, anderen Menschen eine Freude zu bereiten. Nutzen Sie den Jahresausklang, um ein wenig innezuhalten. Richten Sie den Blick auf die Dinge, die Ihnen wichtig sind und die Sie mit anderen verbinden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein besinnliches und friedliches Weihnachtsfest sowie ein gutes und gesundes Ankommen im Jahr 2017. Das war unser Magazin zum Weihnachtsfest. Wir verabschieden uns hier aus dem Rathaus Innenhof des Zittauer Weihnachtsmarktes. Wie gesagt, noch bis zum kommenden Sonntag, den 18. Dezember, hat er für Sie geöffnet. Wir sehen uns wieder, wenn Sie denn mögen, am 30. Dezember ab 18 Uhr gibt es unseren Jahresrückblick Augenblicke 2016. Wir lassen dieses völlig verrückte Jahr noch einmal Revue passieren. Bis dahin folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken, ob Sie nun Twitter, Facebook oder YouTube heißen. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Das war das Magazin, präsentiert von der Wohnungsgenossenschaft Zittau. Wohnen in unserer Genossenschaft. Traditionell und zukünftig für Sie da.